Johannes, du bist Osteopath und Satsang-Lehrer und beschäftigst dich besonders mit natürlicher Geburt. Ja, ich bin auch Osteopath und beschäftige mich sehr mit Geburt, mit Schwangerschaft, mit Babys, mit kleinen Kindern, die zu mir in die Praxis kommen. Ganz speziell ist mir ein Anliegen, den Müttern und am besten den Frauen, bevor sie schwanger werden, aber auch den Frauen, wenn sie schwanger sind, ans Herz zu legen, dieses mitzunehmen in die Geburt. Mutig und klar zu äußern, was einem am Herz liegt, und mutig und klar einzufordern, dass es in erster Linie darum geht, einen Raum zu schaffen, wo ich, wo Mann, wo Frau sich am wohlsten fühlt. Und leider ist es so, dass die Gesellschaft heute das ja irgendwie, dass wir gelernt haben, aus irgendwelchen Gründen, meistens ist es Angst, aus meiner Sicht, es abzugeben. Jetzt wird ja heutzutage gerade für die Geburt das Thema Sicherheit so in den Vordergrund gestellt. Also die Kaiserschnittraten bewegen sich um die 30%, sogar bis zu 40% in manchen Spitälern. Und auch sonst, also werden den Frauen Epiduralanästhesien angeboten. Und also es werden halt die Herzschläge regelmäßig kontrolliert. Also die Geburt ist ja ein technologiedominiertes Geschehen geworden im Krankenhaus. Was spricht aus deiner Sicht dagegen, wenn man sagt, Sicherheit ist wichtig und im Krankenhaus ist ja diese Sicherheit angeblich gewährleistet? Es spricht überhaupt nichts gegen Sicherheit. Absolut. Das ist für mich auch das erste Anliegen. Wo fühle ich mich am sichersten? Wo fühle ich mich am aufgehobensten? Ob die zweite Frage, ob das im Krankenhaus der beste Platz ist momentan, das wage ich zu bezweifeln. Das, was ich schlimm finde, ist, und es wird häufig beschrieben von ganz vielen Frauen, die gehen ins Spital und da werden sie nicht mehr ernst genommen. Da ist das Krankenhaus, der Prozess, der im Krankenhaus abläuft, wichtig, wie es dort abläuft, und nicht mehr die Frau und die Geburt. Und das finde ich das Problem. Ich finde nicht das Krankenhaus das Problem, sondern ich finde den Rahmen, wie das im Krankenhaus häufig geschieht, ein Problem. Und das finde ich, könnte man sehr einfach ändern. Auch, und da gehören die Frauen auch dazu, natürlich. Deswegen sitze ich hier, um darüber zu sprechen. Gehört auch die Medizin dazu, dass die sich umstellt, dass die im Hintergrund bleibt. Für mich wäre dann ganz wichtig eben auch die Hebammen, dass die dazu gehören. Das wären für mich die Menschen, speziell auch im Krankenhaus, die begleitend sind, die sich da auskennen, die ganz klar als Führung darin wichtig wären. Für Frauen, die sich da unsicher fühlen, die zum ersten Mal in Wehen, die nicht wissen, wie das läuft. Dass da eine Hebamme da ist, ein Team von Hebammen vielleicht, die das einfach führen. Da brauche ich keinen Arzt, erstmal. Ich brauche auch keine Medizin. Für was muss ich ständig das Herz vom Kind kontrollieren? Das ständige Piepsen, das ständige Unruhe schaffen, das ist unnötig. Manchmal kann es nötig werden, wenn irgendein Problem auftaucht. Und da ist gut, wenn die Medizin im Hintergrund sitzt. Aber nicht dominant. Also da finde ich, ist ein Plädoyer für Hebammen auch. Ja, dass es so wichtig ist, dass da jemand oder ein Mensch, eine Frau da ist, die sich auskennt, wo dann die Frau, die so ein bisschen unsicher ist und nicht so klar ist, aber ich
kann das eh allein, ich mache das zu Hause, im Krankenhaus sich einen Raum schaffen kann, wo sie sich trotzdem sicher fühlt. Was meinst du mit, du hast vorher immer gesagt, im Krankenhaus ist dann oft die Frau nicht mehr wichtig oder wird nicht mehr ernst genommen, hast du gesagt. Was meinst du damit genau? Ja, mir wird das berichtet. Also die Frauen kommen ins Spital, sind kurz vor der Entbindung und dann wird ihnen einfach alles abgenommen. Die müssen oft dann einfach liegen. Die schickt man ins Bett und die liegen im Bett und warten, bis es losgeht. Und wenn es losgeht, werden sie im Bett in den Kreißsaal gefahren und dann wird dann gemacht. Und wenn es vorangeht, dann gibt man Medikamente, die die Wehen fördern und dann die Wehen fördern, denn Medikamente pushen das System auf so dermaßen, dass alles aus allen Rudern läuft. Dann gibt man wieder Medikamente, die Wehen hemmen. Und das ist ein ständiges Hin und Her und das wird ganz häufig so beschrieben. Die Frau, wie sie das empfindet, spielt keine Rolle. Wenn sie dann nicht mehr kann und das Empfinden so aus den Rudern läuft, da okay, dann macht man eine Epiduralanästhesie, dann kriegt sie das zumindest nicht mehr mit. Oder teilweise. Wenn das dann auch nicht mehr voranläuft, genau häufig aus diesem Grund, das ist für mich ein Loch, was da kreiert wird. Genau das ist ein Loch, wo der Kontakt von Mutter und Kind absolut verloren geht dann. Logischerweise, aus meiner Sicht, stoßen dann oft Kinder im Becken bei den Müttern an und bleiben stecken. Ist eine logische Konsequenz. Nicht, weil das Becken von der Mutter da nicht geeignet ist dafür oder der Kopf vom Kind zu groß ist, sondern weil der Kontakt von Mutter zu Kind aus irgendeinem Grund unterbrochen ist und das System nicht mehr weiß, was es tun soll. Das System von der Mutter weiß immer, was es tun soll und das System vom Kind auch nicht. Es ist so eine Unmöglichkeit. Und dann, ja, und dann kommt es ganz häufig zu so einem Notkaiserschnitt. Also wo das System schon irgendwo anstößt und dann macht man auf einmal, werden dann die Herztöne laut und schnell und dann heißt es, das Kind hat ein Problem. Natürlich hat die Mutter, je schneller das Herz vom Kind dann schlägt, desto mehr Angst hat die Mutter. Also finde ich ganz logisch. Es ist doch logisch, dass dann das System noch unruhiger wird. Und wie soll dann ein Becken offen bleiben, wenn das System Angst hat und zumacht? Also ist für mich eine Unmöglichkeit. Mhm. Und dann ist eine logische Konsequenz, dass okay, dann macht man Kaiserschnitt. Das heißt, weil Frauen ja oft auch sagen, Gott sei Dank war ich im Spital, weil es sind ja dann eben diese oder jene Komplikationen aufgetreten und Gott sei Dank war dann der Arzt und der Kaiserschnitt oder die Epiduralanästhesie oder die Saugglocke zur Stelle. Aber es kann ja dann, oft ist den Frauen vielleicht nicht bewusst, dass gerade erst durch diese stressigen Eingriffe dann diese, also noch einmal, vielleicht ist den Frauen dann gar nicht bewusst, dass erst durch diese ganze Technologien der Eingriff erst nötig gemacht wird, sozusagen. Dass es vielleicht auch hätte anders laufen können, wenn es diese Technologie, diese künstlichen Wehenmittel etc. nicht gegeben hätte. Ja, viele solcher Thematiken und Problematiken sind hausgemacht. Und ich sage es nochmal, ich beschuldige da niemanden, sondern es ist ein Mangel von Gefühl, ein Mangel von Wissen eigentlich. Darum finde ich es auch wichtig, dass die Medizin da forscht und sich darum kümmert, dass das so nicht richtig läuft. Kaiserschnitte, die Operationen, das sind Narben, die die Frauen haben, die können 20 Jahre später Riesenprobleme machen. Ich sage nicht, dass sie das müssen, die können. Genauso für die Kinder ist die Kaiserschnittgeburt einfach ein anderes Erleben. Ich sage auch nicht, dass die schlecht ist und dass die ewig Probleme haben damit. Ganz und gar nicht. Dennoch, die natürliche Geburt, wo das Kind einfach in dieser Kompression durch diesen Geburtskanal durchläuft, in einer ganz natürlichen Bewegung, die der Körper kennt, die das System kennt,
gibt dem Körper ganz klar eine Zentriertheit und die Möglichkeit, eben dieses Zentrum im Herzen von Anfang an ganz klar zu fühlen. Meine Erfahrung ist, dass Kaiserschnittkinder da oft ein bisschen Mühe haben. Es ist wie, die werden rausgeschleudert und sind irgendwo. Auch das kann man, der Körper, der kann das nachvollziehen. Das ist dann die Idee von Behandlung in Anführungszeichen. Wenn ein neugeborenes Kind in den Händen liegt, ist es so, dass der Körper ganz automatisch so eine Geburtsbewegung nachvollzieht, wenn die nicht ganz abgeschlossen ist oder eben nicht vollzogen wurde, wie beim Kaiserschnitt. Dann das heißt, bei dir als Osteopath, das spürst du bei Babys, dass die dann so, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Bei einem Kaiserschnitt ist es so, dass man kommt es häufig so vor, das ist wie so, es fühlt sich an wie so ein Schleudertrauma manchmal. Also wie wenn, also ich behandle in Anführungszeichen auch Erwachsene, wenn so, bei so einem Schleudertrauma ist es wie, da wird das System so rausgeschleudert aus dieser zentralen Linie. Und der Körper fühlt sich irgendwo. Ja, das ist wie wenn das System sich verloren hat. Und so empfinde ich bei Kaiserschnittkindern manchmal. Die bewegen sich unkoordiniert alles. Wobei Unkoordiniertheit bei kleinen Babys normal ist. Aber es ist wie wenn die Energie in alle Richtungen weghuscht und sich nicht fokussieren kann. Das ist was sehr Energetisches. Und da ist es so, wenn man die Kinder in der Hand hält, also das ist das, was ich tue, einfach Kopf und Becken in der Hand hält, ist es so, dass der Körper automatisch ruhig wird und automatisch eigentlich die Bewegung, die er weiß, wie das geht, also die Gehirnhaut, die Dura weiß, wie der Geburtsverlauf ist. Der weiß es genau und das kann man nachvollziehen. Und das Schöne ist wirklich, wenn das nachvollzogen wird, kommt auch so eine zentrale Linie, kommt auch langsam so ein Zentrum. Und der Körper entspannt sich und macht seinen Weg. Also im Endeffekt ist es auch wieder fürs Kind an sich kein Problem, Kaiserschnitt wirklich kein Problem. Das möchte ich ganz klar sagen, das ist kein Problem. Aber es ist nicht natürlich. Also es ist nicht der natürliche Prozess, den der Körper kennt. Und darum geht es mir. Und es ist kein Problem fürs Kind. Für mich ist das größte Problem da drin das Selbstverständnis der Frau. Also auch jeder Kaiserschnitt ist eine Operation. Es ist nicht leichter für den Körper von der Frau. Es wird vermeintlich, es wird uns vorgemacht. Es ist eine vermeintliche Sicherheit. Für den Körper ist es eine Krankheit. Also da wird Geburt und Schwangerschaft zu einer Krankheit. Geburt und Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern ist ein normaler Prozess, der schon seit Jahrtausenden vollzogen wird, den der Körper kennt. Und wenn auch bei der Frau, wenn da das Herz da ist, mit Mut und Freude sich ausdrückt, kann man die Geburt einladen. Kann man das Kind auch wirklich klar einladen. Und dann ist es oft so, dass das sich ganz einfach, in Anführungszeichen, ist nie einfach, aber trotzdem ist es natürlich und es vollzieht sich leicht. Es kann sich häufig wirklich ganz leicht vollziehen, beschreiben viele Frauen. Leicht in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen. Es ist nicht so einfach, aber es gehört dazu. Also das ist ja heute so, man wünscht sich ja noch immer noch Kinder, gell, und Familie, aber man wünscht sich. Und das ist komisch, dass die Gesellschaft, die macht lauter solche Löcher in diese Natürlichkeit. Man wünscht sich Familie und ein schönes Umfeld, aber man macht ein Loch, die Geburt gehört nicht dazu. Die versucht, mein Krankenhaus zu legen, macht eine Operation, schneidet es raus. Und dann macht man wieder den Sack zu und macht wieder weiter. Und das sind für mich lauter solche
Abschnitte, die den natürlichen Verlauf des Bewusstseins, das sich eigentlich automatisch entfaltet, unterbrechen. Das ist schade. Es ist für mich ein Mangel, der mehr und mehr in uns sich dann breit macht und eigentlich immer klaren Hinweis darauf gibt: Schau in dein Herz, guck, wer oder was da ist. Da bist nur du, du bist Bewusstsein und es entfaltet sich von allein durch den Körper. Egal wo, egal wie, egal mit wem, in jeder Situation. Und ganz deutlich und klar, die Schwangerschaft, die Geburt, das kleine Baby ist ein Spiegel. Immer. Also, ich habe ja selber eben 3 Kinder in Hausgeburt zur Welt gebracht. Und für mich wäre das sehr angstbesetzt gewesen, wenn ich ins Spital hätte gehen müssen. Also im Gegensatz zu dem, was mir in meinem Bekanntenkreis, wie das beschrieben wurde, wow, du bist so mutig, hätte ich, ich finde, es braucht Mut dazu, sich sozusagen dem Arzt und der Medizin auszuliefern, wenn es nicht notwendig ist, wenn jetzt von der Geburt her eh alles eben natürlich und normal verläuft. Also wieso soll ich mich da aus meinem vertrauten Zuhause wegbegeben und dann mich an Maschinen anschließen lassen? Also für mich ist das eben eine falsche Sicherheit. Genau. Das ist eine Seite. Und ich finde es so wichtig, die andere Seite auch zu sehen. Es gibt Frauen, die das anders fühlen, anders empfinden. Und trotzdem glaube ich, dass es Sinn macht, für diese Art der Wahrnehmung dann einfach im Spital, im Krankenhaus eine Möglichkeit zu schaffen, die auch einen Raum bietet, wo nicht in erster Linie Medizin dann eine Rolle spielt, sondern wo die Medizin, dann wäre es für mich wirklich ein sicherer Rahmen, wo die Medizin im Hintergrund da ist. Wo die Medizin da ist aus Sicherheit. Manche Frauen haben nicht dieses Selbstverständnis, ich mache das zu Hause, das geht nicht, es ist momentan nicht so. Und ich finde es nicht schlimm. Aber so wie es gerade läuft, merkt auch, also muss schlussendlich die Medizin und auch Ärzte darauf hingewiesen werden, dass da was falsch läuft, dass viele Probleme, die da auftauchen, hausgemacht sind. Und dass die hausgemacht sind für diesen Moment der Geburt, dass die aber eine Folge haben für das, was danach kommt. Für mich ganz logisch und also da gibt's für mich kein, da muss ich auch nicht, brauche ich keine Wissenschaft dazu. Dennoch wissenschaftlich mehr und mehr ist es ja so, dass es auch ins Bewusstsein kommt, dass das für den Körper der Frau, des Kindes einen absoluten Unterschied macht, ob Medikamente benutzt werden, ob Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt, ob Angst dabei war im Spiel oder nicht. Schon in der Schwangerschaft, auch da kommt die Medizin und die Psychologie ja ganz klar drauf. Je mehr Angst im Spiel ist, die Angst ist etwas, was zum Beispiel das Fruchtwasser sauer macht. Es ist so. Und die Säure und das Kind schluckt das Fruchtwasser. Es ist vollkommen ein Unterschied für das Baby. Das Baby hat noch keine Angst. Da ist noch kein Ich da, das Angst hat. Dennoch für das System ist es eine komplett andere Erfahrung, in so einer Säure, also in so einer sauren Flüssigkeit sich zu empfinden, als in der entspannten Flüssigkeit. Auch dieses Säureempfinden sozusagen, also diese veränderte Situation im Mutterleib oder für das Fruchtwasser hat für das Kind einen ganz anderen Einfluss. Und wenn die ganze Schwangerschaft so eine Angst da ist, ja, wie wird denn die Geburt sein?
Da geht es ja auch schon los. Und es geht schon vorher los, es geht schon mit der Befruchtung los. Also unsere Vorstellung mittlerweile ist ja, dass wir das machen. Deswegen, dass wir da was befruchten. Mehr und mehr ist ja nicht nur so, dass die Kaiserschnittrate steigt, sondern ja auch die künstliche Befruchtungsrate. Die steigt und steigt und steigt. Und dass unsere Vorstellung ja so ist, dass wir da der Kontrolleur sind für das Ganze. Und da würde ich einfach ganz klar den Menschen versuchen zu vermitteln, hey, guck mal, ich sage auch da nicht, dass künstliche Befruchtung schlecht ist und dass das nicht sein darf, in keinster Weise. Und wenn du genau guckst, wenn Befruchtung passiert, nur wenn es passiert. Also das ist nicht so, dass die Medizin das macht. Man kann da vielleicht unterstützend sein, aber wann sich dann so ein System einnistet oder wann so ein Ja für das Leben da ist, das kommt wo ganz anders her. Also der Versuch ist ja, dieses Geburtsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, ne? Also Kontrolle auszuüben über die Befruchtung, mit der künstlichen Befruchtung meine ich jetzt, ne? Oder dann eben auch Kontrolle über die Geburt auszuüben. Und du sagst jetzt, deine Wahrnehmung ist da ganz anders. Heißt das, dass auch wenn jetzt gemeint wird, dass da Kontrolle passiert durch die Maschinen, durch die künstliche Befruchtung etc., dass das in Wirklichkeit, dass diese Kontrolle eigentlich gar nicht so vorhanden ist, wie von den Ärzten geglaubt wird? Ja, eindeutig. Eindeutig. Und das ist für mich das Wunder. Und dass es eben nicht heißt, sich da allem einfach so auszuliefern, das meine ich nicht damit. Auch da ist die Geburt ein wunderbares Beispiel dafür. Sondern eigentlich sich diesem Prozess, in Anführungszeichen, hinzugeben, heißt für mich ganz da zu sein. Beides. Das ist dann beides. Die Geburt braucht aus meiner Sicht eine Frau mit einem ganz klaren Selbstverständnis hier. Und dieses klare Selbstverständnis für mich selbst, also für das Leben selbst, das ich bin, hat dann nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit einem ganz klaren Dasein, hey, hier bin ich und da ist mein Ausdruck. Also da ist auch ein ganz klarer Wunsch dessen, was ich will. Das kann auch ein Wunsch nach einem Kind sein. Und dann kann man sich natürlich überlegen mit einem Partner, wenn das so nicht funktioniert, auf dem natürlichen Weg Hilfe zu holen, hormonell, medizinisch, auch künstlich. Aber auch da beschreiben ja viele Menschen, die machen das häufig, häufig, häufig. Und aus irgendeinem Grund passiert es dann, dass es funktioniert. Und wer macht es dann, dass es in dem Moment funktioniert? Da ist niemand da, der eigentlich dieses Geschehen dann kontrolliert. Häufig so beim Kinderwunsch ist es ja so, wenn die Frauen und Männer, die dann den Wunsch so stark haben, wenn der Wunsch sich löst, also wenn irgendwann der Wunsch aus irgendeinem Grund einfach nicht mehr da ist und wirklich nicht mehr da ist, dann wird die Frau manchmal komischerweise wie aus heiterem Himmel schwanger. Hört man immer wieder, ganz häufig ist es so. Also für mich auch ein Zeichen, also wer behindert dieses? Für mich, es gibt nur eine Behinderung und es ist der Widerständler, es ist eigentlich der Kontrolleur in uns. In jedem von uns gibt es ja so eine Instanz, die ist irgendwo da oben, die so Kontrolle ausübt oder Widerstand bildet. Und die kann man entdecken. Und es ist so ein Segen, wenn die wegfällt. Also wenn der Widerständler oder der Kontrolleur, wie auch immer, das muss man auch nicht so negativ ausdrücken. Das ist einfach so eine gelernte Ich-Funktion, die meint, da alles im Griff zu haben. Die, aus meiner Sicht, gibt es nicht. Das ist eine Vorstellung, das ist eine falsche Vorstellung, das ist ein Missverständnis, dem wir alle unterliegen. Und es gibt die Möglichkeit, aus
dass das wegfällt. Und zwar auch aus heiterem Himmel fällt diese Vorstellung weg, dass ich da jemand bin, der dies in der Hand hat. Und das ist wie so ein Reinfallen in dein Herz. In das, was du bist. In Herz. Da gibt es kein dein Herz. Sondern es gibt nur Lebendigkeit, die du bist. Die ich bin, die alles ist. Und da fällt das System automatisch rein, wenn so ein Übergeben stattfindet. Und das Schöne ist, dass dann trotzdem so eine stabile Ich-Bin-Qualität, so eine stabile Gewahrseinsqualität einfach bleibt. Und das kann erfahren werden. Darum geht es, genau dieses zu erfahren. Und dass dieses den Wert ausmacht, wenn du das erfährst, wenn die Frau das erfährt, geht die Frau mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Schwangerschaft, in die Geburt, egal ob sie sich dann für eine Hausgeburt entscheidet oder für eine Krankenhausgeburt. Die Frauen, die ich kenne, die dann ins Krankenhaus gehen, die gehen mit einem ganz anderen Selbstverständnis hin. Die lassen sich nicht alles aus der Hand nehmen, sondern die sagen, hey, ich wünsche mir das aber so.